Hier ist Manfred. Manfred ist 45. Guten Morgen, Manfred. Hallo, ja? Hallo, Manfred. So, das glaubt dir keiner. Was denn? Manfred ist 45, okay, jetzt hörst du über den Fernseher. Manfred. Hallo, Domian. Ja, hallo, bitte den Ton ganz wegschalten vom Fernseher. Ja, ich schalte ihn weg, habe ich schon weggeschalten. So. Kann man die Stimme nur ein bisschen verfremden oder irgendwas? Nee, das können wir jetzt nicht mehr, nachdem wir beide jetzt schon hier sprechen. Okay, gut. Also wir versuchen es mal so. Okay. Ja. Also was glaubt dir denn keiner? Es glaubt mir keiner, dass ich 6,5 Promille mit 6,5 Promille rumlaufe und dass ich da nur geradeaus laufe. Mit 6,5 Promille? Ist man da nicht schon lange im Grab? Ja, das Grab, glaube ich, ist dann nicht recht weit weg, gell? Du läufst mit 6,5 Promille herum. Du hast aber jetzt nicht 6,5 Promille. Nee, ich vermute, jetzt habe ich 3 oder so. Das heißt, du bist eigentlich jetzt auch hackedicht. Ja, natürlich, ja. Du bist Alkoholiker. Ja, klar, natürlich. Schwerster Alkoholiker, also Spiegeltrinker. Wie viel trinkst du denn am Tag? Also mindestens eine Flasche Wodka und 6 Bier dazu. Wie kommst du denn auf diese komische Zahl 6,5? Woher weißt du das? Das ist gemessen worden im Krankenhaus. Sag's nochmal, im Krankenhaus hat man das rausgekriegt, oder wie? Ja, natürlich, ja. Also das war halt mal, ich habe da zu meiner Frau gesagt, also ich will ein Krankenhaus, ich muss ins Krankenhaus. Und dann hat die gefragt, warum. Dann sage ich, ja, mei, mir geht's nicht gut, ich brauche ein Krankenhaus. Und dann hat sie mich da halt ins Krankenhaus gefahren. Das hast du alles noch gesagt, mir geht es nicht gut, ich brauche ein Krankenhaus. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen und die haben 6,5 Promille rausgekriegt. Ja, klar. Ihr Lieben, ihr müsst das mal schnell googeln, ob das überhaupt möglich ist. 6,5 Promille. Ich habe das noch nie gehört. Wo ist wirklich die Linie, wo man stirbt? Ab wie viel stirbt man? Wie viel hält ein Mensch aus? Weißt du das? Nein, ich weiß es nicht. Also, aber mit 6,5 stirbt man nicht. Also, das weiß ich. Wie lange säufst du denn schon so extrem? Seit 5 Jahren ungefähr. Warum? Ja, das ist die gute Frage. Da waren mehrere Sachen. Ich habe da Rückenproblem gehabt, da bin ich operiert worden und habe da Schmerztabletten reingeschmissen und dazu Alkohol. Ja, damit man halt den Schmerz betäubt, ne? Mhm. Du sagst, du bist Spiegeltrinker. Das heißt ja, du brauchst immer so ein bestimmtes Level an Alkohol, das du erreichen musst. Ja, unter einem Promille geht gar nichts. Heißt das jetzt für mich, dass du eigentlich immer trinkst? Ja, natürlich. Ich trinke immer. Also ich wachte in der Früh auf um 2 oder um 3 in der Früh und da muss ich was trinken, damit ich weiterschlafen kann und so. Ach, du brauchst sogar den Alkohol, um schlafen zu können dann. Also wenn du den Pegel nicht hast, kannst du nicht schlafen. Ja, richtig, weil dann fängt man erst Zittern an und so. Mei, das ist halt so beim Alkoholiker. Wie lebst du zurzeit allein oder mit deiner Frau? Ja gut, ich sage immer, meine Frau, wir sind nur verlobt, aber seit 10 Jahren zusammen, darum sind wir immer meine Frau. Ne? Und ihr lebt zusammen? Ja, ja. Das ist ja für deine Frau die Hölle, wenn der Mann so schwer alkoholkrank ist. Es ist, glaube ich, für die Frau schon wirklich die Hölle, ja. Nun bin ich etwas befangen, weil du ja jetzt auch schon wieder Alkohol getrunken hast und ich weiß gar nicht, ob du das richtig realisierst, was ich dir jetzt so sage oder was ich dich frage. Dir ist klar, dass du dabei bist, dich tot zu saufen. Ja, das ist so, ja. Na, ich realisiere das schon und ich war auch heute wieder bei den anonymen Alkoholikern und so. Also da gehe ich auch seit 2,5 Jahren hin. Und da weiß ich schon, was da irgendwie abläuft, weil die sind ja ehemalige Alkoholiker und die kennen sich da echt gut aus, ne? Die kennen sich wirklich gut aus, in der Tat. Ich höre gerade übrigens aus meiner Regie, dass es in Litauen mal jemanden gegeben hat mit 8,4 Promille. Also sind deine 6,5 Promille durchaus akzeptabel, also akzeptabel nicht im Sinne von glaubwürdig. Das kann also durchaus sein. Du gehst zu den anonymen Alkoholikern.
Ja. Und da redet man ja ganz offen, da verstellt man sich ja nicht. Das, nee, das ist echt super. Ich finde das Meeting immer super. Was sagen die anderen denn zu dir, wenn die erfahren oder hören, dass du ständig so unfassbar viel säufst? Ja, die sind natürlich nicht begeistert, ne? Aber mein gut, morgen haben wir dann einen Spaziergang. Ich bin immer herzlich eingeladen, auch wenn ich so viel sauf. Die sagen da immer, und da sind ja mehrere dort, die schon länger gesoffen haben, sage ich jetzt mal. Und die gehen da auch immer wieder hin und ich will da auch immer wieder hingehen. Und das ist eine super Gesellschaft, also das sind super Leute, die dort sind. Und das will ich irgendwie nicht missen. Wie oft warst du in den Jahren deiner Alkoholerkrankung schon in einer Klinik? Ja, zweimal war ich auf Entgiftung. Wie lange hat es danach dann angedauert, dass du trocken warst? Das Maximale war 8 Wochen. Mhm. Wann warst du das letzte Mal in einer Klinik? Ja, das ist jetzt ein halbes Jahr her. Das ist noch gar nicht so lange. Nee. Wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen, Manfred? Irgendwie geht's nicht so weiter. Ja, aber was heißt das? Wenn es so nicht weitergeht, wie soll das weitergehen? Was wünschst du dir von dir selbst und deinem Leben? Ja, jetzt bin ich, also ich habe heute Geburtstag. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Ja, danke. Ich wünsche dir natürlich Glück von Herzen. Und jetzt bin ich 45 und ich hoffe, dass ich nochmal 45 geschafft, dass ich ein Einzige wäre. Das kannst du wünschst dir, dass du nochmal 45 Jahre leben wirst. Ja, aber... Du kannst natürlich vergessen, ne? Wenn du so weitermachst. Wenn ich so weitermache, dann glaube ich, habe ich keine Chance. Also, dann kann es sein, dass du gar nicht mehr 10 Jahre lebst. Ja, das erzählen wir mal bei der AA drin. Bitte? Bei der AA, bei den anonymen Alkoholikern. Genau, AA sagt man da so. Mhm. Die sagen das auch. Das wird schwierig, ja. Ja, deswegen meine Frage, wie wird es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Was willst du tun? Ja, ich weiß nicht. Aber da warst du auf irgendwie, dann hast du den totalen Zitter, weißt du? Mhm. Weil du natürlich irgendwie mit die Promille runterkommst. Mhm. Ja, dann brauchst du ja was. Du gehst natürlich zunächst durch die Hölle, das weiß ich. Da müssen wir nicht drüber reden. Setzt deine Freundin dich denn nicht unter Druck? Ja, doch, die setzt mich schon ein bisschen unter Druck. Aber zum Beispiel am Sonntag jetzt auch, also letzten Sonntag, da ging es mir auch so schlecht. Ich hatte keinen Alkohol mehr zu Hause. Ja, dann hat mich meine Frau oder meine Freundin, ja, ich sage immer meine Frau, die hat mich dann zur Tankstelle gefahren, um einen Wodka zu kaufen. Also meine Frau, die unterstützt mich da schon. Mhm. Oder? Ja, wobei das natürlich auch eine falsche Form der Hilfe ist. Eigentlich schon, ja. Wenn ich deine Freundin wäre, ich würde dir sagen, ich gebe dir ein Ultimatum. Mhm. Sonst wäre ich raus aus der Beziehung, definitiv. Ja, ich habe da auch ein bisschen Angst, dass die da jetzt irgendwie mal Schluss macht. Ne? Gehst du auch noch einem Beruf nach? Ich bin selbstständig, ja. Du bist selbstständig? Und, und du arbeitest als Selbstständiger? Ja, auf der Baustelle. Als was genau? Das darf jetzt gar keiner erzählen. Ich baue Aufzüge. Und bist immer besoffen. Manfred, ja. Manfred, also ich kann nur sagen, ich mache mir absolute Sorgen um dich. Ich sehe dich schwerst krank oder tot in absehbarer Zeit, wenn du so weitermachst. Ja, du zerstörst alles. Du zerstörst das Geschenk deines Lebens, was du da tust. Mhm. Liebst du deine Freundin sehr? Natürlich liebe ich die. Hast du Kinder? Nein, Kinder haben wir keine. Und du möchtest doch mit deiner Freundin, die du sehr liebst, doch sicher auch noch ein schönes weiteres Leben und eine schöne Zukunft haben. Ja, klar. Dafür lohnt es sich doch wirklich bitter zu kämpfen und alles in die Waagschale zu werfen, was möglich ist, um von diesem Fluch wegzukommen. Mhm. Jeder Tag, den du säufst, ist ein verlorener Tag aus deinem Leben. Jeder Tag ist ein Dreckstag, den du säufst.
Ja, es redet sich leicht jetzt, Ich sag weiß, mal. ich weiß, ich weiß, ich weiß, manchmal. Ich weiß, das redet sich leicht, aber ich sag das nicht leichtfertig. Ich sag's dir mit tiefer Ernsthaftigkeit. Weil die einzige Alternative, die du hast, ist, nochmal in eine Klinik zu gehen. Ja, und dann vielleicht, ja, erst mit Entgiftung und dann auf Therapie hinterher. Ja. Weißt du, und wenn es viermal schiefgelaufen ist, dann klappt es beim fünften Mal. Ja. Wenn es bisher schiefgelaufen ist, ist das noch keine Begründung dafür, nicht es nicht nochmal zu versuchen. Denn wenn du es nicht nochmal versuchst, unterschreibst du dein Todesurteil. Ja, So, irgendwann Manfred, unterschreibe ich das, ja. wir haben uns jetzt klar ausgetauscht. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Henning, anbieten. Oh, das wäre gar nicht schlecht, ja. Sehr gerne, das machen wir sehr gerne. Da bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich an. Okay, das wäre super. So, du hast heute Geburtstag, nochmal die herzlichsten Glückwünsche und nimm doch vielleicht diesen Tag zum Anlass und sag, ab diesem Tag verändert sich mein Leben und ich entscheide heute für eine neue Lebensrichtung für mich. Das haben die bei der A-Gruppe ja gesagt, durch das, dass ich heute 45 geworden bin, also am 2.10., also eigentlich ist das schon ein paar Stunden her, haben die auch gesagt, dass ich das zum Anlass nehme, dass ich dann zwei Geburtstage auf einmal Genau. feiern kann. Ja, das wär doch schick. Das wäre super. Okay, jetzt Drück dir ruft. die Daumen, Manfred. Alles Gute von Herzen. Jetzt ruft gerade einer an. Gut, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, ja. Tschüss, ciao.